Heute hat Hansa Rostock gegen Waldhof Mannheim 0 zu 1 verloren, das Tor ist in der 85. Minute durch einen Elfmeter durch Ferrati gefallen. Dadurch ist Waldhof Mannheim weiterhin oben dabei. Gleich viele Punkte mit Unterhachingen, die gerade aktuell verlieren, weil das Spiel noch nicht zu Ende ist. Und Hansa Rostock ist jetzt auf Platz 11, hat aber noch 4 Punkte Abstand auf den darunter, was echt verwunderlich ist, weil halt das in der dritten Liga nicht so üblich ist. Und dadurch hat Hansa einmal nicht gespielt, einmal verloren.